Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Märklin-Welt-Video. In diesem Video soll es um die Baureihe 44690 mit der Nummer 3047 von Märklin gehen. Dieses Modell habe ich auch schon beim Vorstellungsvideo bzw. bei dem Modellbahnbörsenbesuch vorgestellt. Natürlich nur kurz. Und jetzt möchte ich das auch mal genauer machen. Und genau, ich wünsche euch viel Spaß. So, wir fangen mal mit der Vorderansicht an. Hier sehen wir erst mal das Dreilichtspitzensignal. Und dann auch schon mal hier diese dünneren Lampenbügel. Hier ein und hier ein. Es gibt ja auch mehrere Versionen von der Baureihe 44 von Märklin. Natürlich einmal die 800er Serie mit der GN bzw. G800. Waren ja auch nochmal unterschiedliche Modelle. Die G800 war ja auch nochmal älter. Da hatte die ja den Umschalter im Tender. Und die GN800 dann auch schon im eigentlichen Lokgehäuse. Und dann die zwei neueren Versionen, soweit ich weiß. Beziehungsweise wir sprechen hier vom analogen Bereich. Es gibt natürlich auch noch viel mehr in digital. Aber jetzt spreche ich vom analogen aus den 60er, 70er Jahren, beziehungsweise die 800er Serie dann noch in den Ende 40er bis Ende 50er Jahre. Aber die 3000er Serie waren dann eben, also die 3027 und die 3047. Hier habe ich die 3047, die erkennt man an den Lampenbügel. Dann an dem Fenster, da kommen wir gleich zu, und an dem Schornstein, diese konnte nämlich rauchen. Die 3027 war etwas älter, die gab es seit 1958 und die 3047 gab es ab 1964, also ab dem Jahr war sie erstmals draußen, und deswegen ist sie auch etwas neuer. Die neueste Variante von der 3000er Serie. Deswegen, eigentlich wollte ich eine 3027. Bei dem Preis habe ich auch schon beim letzten Mal gesagt, 70 €, da konnte ich nicht widerstehen. Und auch im Nachhinein hat es sich wirklich gelohnt. Auch mit dem Rauch und mit der Telex-Kupplung. Aber wir bleiben erstmal vorne. Hier, wie gesagt, Dreilichtspitzensignal und diese Lampenbügel. Dann hier diese Kupplung, diese Primex-Kupplung, okay, ganz die Primex-Kupplung ist es nicht, aber diese sehr einfache. Dann hier natürlich noch die Nummer 44690 und hier, okay, da kann ich noch mal ein bisschen hochgehen, sehen wir auch den Rauchsatz und dann machen wir mal weiter mit der Seitenansicht. So, dann sehen wir hier natürlich erstmal den Vorläufer und dann die fünf schönen Treibachsen, also die angetriebenen. Und ja, diese hatte tatsächlich auch eine sehr hohe PS-Zahl. Ich habe eben nochmal geguckt, 2000 bis 2100 PS liegt halt an den Rädern, ne? So mehr und so kleiner die sind, umso stärker ist halt die Lokomotive. Dafür nicht so schnell. 70 bzw. bei der neueren Version 80 km/h und 50 km/h rückwärts. Und genau, hier sehen wir auch den Zylinder. Das ist ja die neuere Variante, die gab es ja in den 60er Jahren. In den 50ern wurden dann ja nochmal andere verwendet. Dann sehen wir hier die 5 Räder. Da können wir auch direkt mal zur Loknummer und zum Fenster gehen, was ich meine. Die 3047 hatte auf jeder Seite ein Fenster und 3027, dann die GN und die G800 hatten jeweils zwei. Und ja, ihr hört es vielleicht schon. Ich hoffe, das macht jetzt nicht ganz so gute, nicht ganz so schlimme Umstände. Ich bin nämlich ein bisschen krank. Wie gesagt, dann sind die aber schon mit ein bisschen Plexiglas verdeckt. Dann ist hier einmal der DB-Keks, schon die aufgestempelte Nummer. Ganz früher waren die ja noch im Gehäuse vorhanden, dann wurden die mit so einer silbernen
Farbe überlackiert, sodass man die Schrift halt so sehen konnte. Und genau hier auf dem Tender steht nochmal 3047. Hier ist nochmal so ein Schild vor, Stator-Schild oder so. Wie gesagt, ja, denn hier die Kohle ist ja immer die gleiche, auch bei der 01 von Märklin, auch bei den alten Versionen, war, ist es ja immer der gleiche Kohleneinsatz. Von hier, ja, das ist halt eine Telex-Kupplung, das finde ich ganz cool. Und dann würde ich mal sagen, wir gehen mal nach unten, dafür muss ich die Perspektive mal ein bisschen ändern. So, dann fallen uns natürlich erstmal diese zwei Schleifer ins Auge. Das finde ich tatsächlich auch richtig schön. Apropos, ich zeige auch gleich nochmal den Motor. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich zu. Also auch wie man die Lok aufmacht. Das war bei mir am Anfang nämlich auch ein bisschen knifflig. Aber wie gesagt, das sind ja zwei Schleifer. Das ist sehr eindrucksvoll, finde ich zumindest. Weil natürlich so kommt die Lok unmöglich durch den Industrieradius, also so tatsächlich in diesem Zustand auch nicht, sondern nur durch den mittleren Radius und durch den großen. Diese Räder sind nämlich, ja, das weiß man halt auch schon, aber wollte ich nochmal sagen, beweglich, ja, die Achsen. Dafür, das finde ich tatsächlich wirklich schön gemacht, seht ihr hier die Schrauben, da ist so ein größeres Loch, damit sich hier dieser Unterbau auch gut bewegen kann. Genau, das wurde dann hier einmal in zwei geteilt, deswegen auch die beiden Schleifer für die gute Stromversorgung. Und das finde ich tatsächlich wirklich schön, dass das so gut gelöst wurde. Und auch so, ja, es passt nur durch den mittleren, durch den Industrieradius, kommt drauf an. Also manchmal passt sie durch, aber manchmal macht's dann auch nur noch, also vibriert sie dann auch nur noch, weil sie dann nicht mehr weiterkommt. Dann sehen wir hier auch die Telex-Kupplung. Ist wirklich nützlich und deswegen auch nochmal hier empfehle ich wirklich zu kaufen. Das war es dann auch schon mit der Unterseite. Und dann würde ich mal die Lok aufmachen. So, natürlich mache ich das im Schnelldurchlauf. Aber ich erkläre es trotzdem kurz, weil das auch bei mir ein bisschen für Verwirrung gesorgt hat. Also erstmal klar, man muss diese beiden Schrauben lösen. Dann wichtig, nicht nur diese, sondern auch diese hier. Also die beiden. Und da drunter befindet sich dann noch eine Schraube. Und die auch lösen und dann kann man das Gehäuse rausnehmen. Und ja, wie gesagt, ich mache das jetzt mal im Schnelldurchlauf. So, jetzt habe ich das Gehäuse mal abgeschraubt. Jetzt kann man hier dieses mittlere, also das geteilte auch gut leichter bewegen. Viel leichter. Und dann sieht man auch nochmal, das sind halt wirklich zwei Teile. Das finde ich faszinierend. Und ja, man sieht auch den alten Umschalter. Ja, der auch noch in den, also besonders in den 50er Jahren verbaut wurde. Aber hier auch ein etwas neueres Motorschild, das auch nicht ganz so üblich ist. Ja, dann sehen wir hier die Zahnräder. Ja, einmal auf der Seite und einmal auf der Seite. Und was ich auch noch spannend finde, ist, dass tatsächlich einmal von dem hinteren Teil der Lokomotive, wo der Lokführer drin ist, also der Führerstand, die Zahnräder auf dieser Seite sind und wo der Kessel aufgebracht wurde, beziehungsweise eben der Schornstein ist, also auf der vorderen Seite, eben hier auf dieser Seite die Zahnräder angebracht wurden. Das finde ich auch sehr schön. Ja, also hier die Verteilung nochmal. Hier ist dieses Plättchen für den Rauchsatz, ja, den zeige ich gleich auch nochmal. Und wie gesagt, hier diese etwas neuere Motorschild-Variante, aber dann eben noch der
alte Umschalter. Und genau, jetzt möchte ich diese Lokomotive einmal im, also einmal ohne Gehäuse und dann einmal mit Gehäuse fahren lassen. Und genau, dafür muss ich jetzt wieder einmal die Perspektive ändern. Aber bevor ich das mache, wollte ich nochmal sagen, dass man hier vorsichtig sein muss, wenn man die beiden Schrauben löst. Also ohne die beiden Schrauben geht es nicht, also man muss wirklich beide lösen. Und dann hat man hier einmal zwei Teile, einmal die Kupplung und einmal der Vorläufer. Da muss man aufpassen, nicht dass dann ein von den beiden Sachen verloren geht. Aber genau, jetzt möchte ich die mal fahren lassen. So, ja, wie gesagt, da habe ich mir eine kleine Teststrecke aufgebaut und sie fährt ganz gut. Wenn sie jetzt gleich nicht fährt, liegt es, weil der Druck vom Gehäuse nicht mehr auf der Lok ist, deswegen vibriert sie vielleicht gleich nur. Aber da habe ich jetzt auch noch mal eine kleine Frage. Hier, also die Telex-Kupplung, ob das so normal ist, dass die während der Fahrt oben ist. Es wäre nett, wenn ihr mir die Frage beantworten würdet. Also wenn man dann nochmal umschaltet, so, dann tut es nicht. Und dann nochmal, dann die ganze Zeit. Also ist vielleicht auch normal. Könnt ihr mir ja gerne einfach mal in die Kommentare schreiben. Also wie gesagt, ohne Gehäuse fährt sie ganz gut. Ja, dann schraube ich mal wieder das Lokomotivgehäuse dran. So, jetzt lasse ich sie nochmal im eingebauten Zustand fahren, beziehungsweise bevor ich das mache, fülle ich hier noch etwas Säute, Loköl, also Dampföl rein. Säute ist eine Firma, die sehr viel Rauch, beziehungsweise Dampfgeneratoren, beziehungsweise Sätze baut. Und nein, das ist keine Schleichwerbung, sondern reine Empfehlung. Also die machen wirklich gute Sachen. Jetzt mache ich mir so, dass es ein bisschen sich erhitzt. Also eine wirklich, wirklich schöne Lokomotive. Nicht ohne Grund nennt man sie die schwere Güterzuglokomotive. Jetzt hat sie wieder ein bisschen Probleme, war ja eben schon, dass sie ein bisschen Probleme beim Anfahren hat. Aber sonst wirklich eine schöne Lokomotive, dampft auch gut und genau, diese Lokomotive ist ja eine recht alte Lok, auch im Original und diese wurde von 1962 bis 1975 ausgemustert. Ja. Also, jetzt sieht man dann nochmal schön. Diesmal ist es gut, dass sie nicht fährt, sondern nur vibriert, weil jetzt kann man nochmal eine schöne Aufnahme vom Dampf machen. Ja, ist wirklich, wirklich, wirklich schön, so eine dampfende Lok zu haben. Ich meine, wirklich echt sieht es nicht aus, aber es ist schon wirklich schöner, wenn man eine Lok hat, die wirklich dampfen kann. Da macht das Ganze auch wirklich mehr Spaß. Und genau, jetzt können wir aber nochmal fahren. Und genau, jetzt sage ich nochmal das letzte Wörtchen. Also es lohnt sich, diese Lok wirklich zu kaufen. Also meine Preisempfehlung wäre jetzt mit OVP von 100 bis, der Minimalpreis ist ja eigentlich jedem freigesetzt. Ist ja auch cool, wenn man die jetzt für 50 Euro mit OVP kriegen würde. Also kriegt man nicht, aber bis 120 Euro würde ich dafür mit OVP ausgeben und ohne auf OVP bis 90. Aber wie gesagt, ist wirklich eine wunderschöne Lokomotive, auch mit den Zusatzfunktionen, besonders für die Zeit mit Rauchen und Telex. Ja, also wenn ihr die auch schon zu Hause habt, wünsche ich euch damit viel Spaß, damit nochmal zu fahren. Und genau, das war's dann schon wieder von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Like und ein Abo da.
Und guck doch mal meinen Kanal und meine anderen Videos an. Danke und tschüss.